So, willkommen zurück zu Gasstation Simulator. Ihr seht's, hinter der Kasse ist mehr Platz, weil wir jetzt die Tankstelle auf Level 5 haben. Und wir werden die aber jetzt erstmal schließen. Denn das heißt, wir brauchen wieder neue Farbe. Ja, also Tankstelle erstmal dicht machen. Ich glaube, wir können auch neue Regale platzieren. So. Verschwindet. UFOs. Hau rein. Gut. Erstmal Ruhe. Wir werden aber als erstes Moment. Alle in die Pause schicken. Aufgabenliste Pause sprechen, Aufgabenliste Pause. Achso, bezahlen wir sie noch. Dann werden wir als nächstes Kraftstoff noch voll tanken, bevor wir dann aus Versehen mal zu viel Geld ausgeben. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich die Regale einpacke. Drücke F. Drehen Q und E. Habe ich dann alles wieder da? 5, 10, 10, 10, 10, 10. Alles rein, alles rein, alles rein. Okay, das passt. An die Wände komme ich auch ran. Nein, ich wollte das nicht machen, sondern F. Wobei, so. Ah ja, komm. Wir haben später immer noch genug Möglichkeiten. Das passt, das passt, das passt. Wir fangen aber jetzt wirklich außen an zum Streichen. Farbroller. Wow. Muss ich kurz anschauen, wie krass das ist. Okay, gefällt mir. Gefällt mir. Als Tankstelle soll mal auffallen. Die Leute müssen uns von Weitem sehen. So, diese Folge wird dementsprechend sehr langweilig. So, Renovierung ist halt. Ja. Nein. Naja, gut, komm. Dann müssen wir den Balken halt nochmal streichen dann. Sollte nicht so grün werden. So, schön. Es ist auf jeden Fall jetzt schön geräumig in unserer Tanke. Werde
ich mir bald ein größeres Lager noch leisten. Und dann am besten von jedem Regal zwei. Dass wir nie Probleme mit irgendwelchen Waren haben. Dass immer alles vorrätig sein kann. Da, 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 da. Noch nicht gekleckert. Ich weiß nicht, was heute los ist. Oh, wobei das Grün wäre vielleicht auch gut für die Toilette gewesen. Ups, kaum sage ich's, schon wird gekleckert hier. Wunderbar, bis jetzt. Ach Gott. Rot-Grün, wir haben ja eh Halloween gerade, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist Halloween schon vorbei. Aber egal. Wobei zu dem Zeitpunkt hängt dann wahrscheinlich allen schon wieder Halloween zum Hals raus. Aha, jetzt fehlt die Konzentration. Gut, und dann nehmen wir das für die Balken. So kontrastmäßig, so. Anbau für die Zapfsäulen, weiß ich nicht, irgendwas Helles wahrscheinlich. Na, na, ach Gott. Hier ist dann nichts mehr. Quatsch. Farbrolle. Wir probieren das mal. Ja. Ach Gott. Okay.
Ups, ich sehe gerade. Lieferservice ist gerade da. Weiß nicht, wie lange der schon da stand. So, hat sich hier was in der Größe getan? Eigentlich nicht. Gut, komm, mach mal so hellblau. Gibt es bestimmt bei solchen Fliesen. Ja, außen grün, innen hellblau. Ja, wunderschöne Tankstellentoilette. Mitten in der Wüste. Tralalalala. Ich kann mal. Ach Gott, hier kleckert. Ach Gott. Ich glaube, ich muss noch eine zweite Folge dann machen. Um die Tankstelle auf Hochglanz zu polieren. Ach komm. Kann ich nicht streichen. So, irgendwelche Balken hier noch? Nein. Eieiei. So, dann gehen wir mal aufs Dach. Welche Farbe soll das Dach bekommen? Lila. Gott. Ja. Lila ist auch eine sehr schöne Farbe für ein Dach. Oder für ein Gebäude. Bei dem die Wände grün sind. Ich glaube, das ist echt für Farbenblinde gedacht, dieses Tankstellenbauwerk. Da. Welche Farbe mache ich nachher innen? Oh Gott. Ich glaube Level 1 weiß oder so. Da. Irgendwann das Geld an den Onkel zurückzahlen. Legen wir bestimmt auch hin. Und bis dahin geben wir das Geld mit vollen Händen aus. Mit beiden Händen aus. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Tag 36. Ich glaube, ich habe mich noch nicht einmal hingelegt zum Schlafen. Das ist ein Fulltime-Job. Mensch, ist das Dach auch groß? Verflixt. Ah. Und dann noch Klecksen hier. Ach Gott.
glaube, auf der Seite hätte ich nicht weitermachen sollen. Erstmal nach vorn durch. Oh, knapp gestürzt. Hm? Okay. Lila. Ich muss erstmal wieder aufs Dach hochkommen. Hoch mit dir. Hier geht's weiter. Ach Gott. Das sehen mich wenigstens die UFOs mit den Farben. Da, da, da. Weiter müssen die Dachziegel gestrichen werden. So, dann die kleinen Vordächer an den Zapfsäulen. Noch und dann sind wir fast fertig außen. Die ganzen Kleckser zusammenkehren. Das sollte dann ja recht schnell gehen. Die Tankstelle ist geschlossen. Welch eine Ruhe ist das mal? Hab keine Ahnung, wie viel Deko wir dann später noch kaufen können. Das ist alles schon. Dann kehre ich erstmal außen die Flecken zusammen, wenn ich welche sehe. Ja. Hier und da. Na, so. Da, da, da. Das schaut gut aus. Ja. Hm? Hm. Gut, muss meine Stellte dann erledigen. Vielleicht sind es ja Blutflecken. Schon wieder Sturm? Nein. Okay, welche dieser Hut. Kann ich den hier? Kann ich nur in Müll legen. Wir müssen irgendwie Platz schaffen. Ach, nicht Dennis, verdammt. F. Ja.
kann ich jetzt hier hinten Zeitung hinmache. Könnte ich daneben das kleine Snackregal machen? Zweites kleines Snackregal hin. Dann halten wir hier Platz, da Platz. Dann muss der Hutständer aber irgendwo anders hin. Keine Ahnung, wo ich was platzieren soll. Vielleicht hier neben dem Müll. Aber wir beenden jetzt erstmal diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.